möchte Sie sehr herzlich hier bei der Friedrich-Ebert-Stiftung zu unserer Tagung mehr direkte Demokratie, aber wie zur Ausgestaltung direktdemokratischer Verfahren auf Bundesebene begrüßen. Es freut uns sehr, dass Sie unserer Einladung so zahlreich gefolgt sind und wir finden es durchaus bemerkenswert, dass eine Fachtagung, bei der die Ausgestaltung von Verfahren, Normen und Regeln im Vordergrund steht, eine solche beachtliche Resonanz findet. Diese Tagung haben wir organisiert in Kooperation mit dem Verein Mehr Demokratie und ich möchte eingangs sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit danken bei der Konzeption dieser Veranstaltung, namentlich insbesondere Herrn Michael Effler und Herrn Oliver Wiedmann. In Artikel 20 Absatz 2, ein Kernartikel des Grundgesetzes, heißt es knapp: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Während das Bundesvolk alle 4 Jahre zur Wahl gehen kann, kann es hingegen nie zu Abstimmungen gehen. Diese im Grundgesetz durchaus angelegte Form der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern hat bislang keine konkrete Ausgestaltung erfahren. Auf der kommunalen Ebene und der Landesebene wurde hinsichtlich der formalen Einführung von direktdemokratischen Verfahren in den letzten Jahrzehnten einiges etabliert. So sehen mittlerweile alle Landesverfassungen direktdemokratische Verfahren vor, allerdings teilweise mit Verfahrensmodi, die die konkrete Anwendung mitunter geradezu verunmöglichen. Aber das soll nicht das Thema unserer heutigen Tagung sein. Wir möchten den Blick auf die Bundesebene lenken. Und dort hat sich seit der Verabschiedung des Grundgesetzes eigentlich nicht allzu viel getan. Zwar hat die rot-grüne Bundesregierung 2002 einen Gesetzesentwurf zur Einführung von Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheiden in das Grundgesetz in den Bundestag eingebracht. Dieser erreichte allerdings nicht die notwendige Mehrheit. Danach herrschte auf politischer Ebene zu diesem Thema wieder Ruhe. Bis ein schwäbischer Bahnhof die Gemüter in der gesamtdeutschen Republik zu erhitzen begann und das Thema der Stärkung der Direktdemokratie wieder und der direktdemokratischen Beteiligung wieder Konjunktur bekam. Eine Umfrage im Jahr 2011 ergab, dass sich 81% der Bürgerinnen und Bürger mehr Beteiligungsmöglichkeiten wünschen, solche, die über Wahlen hinausgehen. 78% halten Volksentscheide und Bürgerbegehren für erstrebenswerte Beteiligungsformen, während nur 21% meinen, dass diese Instrumente nicht in Förderung gehen. Allerdings konnten auch nur 11% der Befragten auf konkrete Erfahrungen verweisen und hatten schon einmal an einem direktdemokratischen Verfahren teilgenommen. Die Frage der Bürgerbeteiligung bekam also spätestens seit Stuttgart 21 eine große Konjunktur in Politik, Publizistik, Wissenschaft und Öffentlichkeit. Auch die SPD hat sich dieses Themas erneut angenommen und hat beispielsweise im vergangenen Dezember auf ihrem Parteitag einen einschlägigen entsprechenden Beschluss gefasst, der einerseits auf den erwähnten Gesetzesentwurf von 2002 zurückgreift, ihn weiterentwickelt und in einen größeren Kontext von gesellschaftlicher Beteiligung stellt. In der öffentlichen Debatte hatte man allerdings manchmal den Eindruck, dass die direktdemokratischen Verfahren nebenbei auch noch zur Allzweckwaffe gegen die vermeintlichen oder tatsächlichen Krisenphänomene der repräsentativen Demokratie in Stellung gebracht wurden. Dies sind sicherlich überspannte Erwartungen. Direktdemokratische Verfahren sind keine Allzweckwaffe, kein Allheilmittel gegen eine an manchen Stellen vielleicht etwas mürbe gewordene parlamentarische Demokratie. Die kommenden beiden Tage soll es aber nicht darum gehen, das Für und Wider der direkten Demokratie zu debattieren, was an anderer Stelle schon reichlich geschehen ist. Diese Fachtagung steht unter der Prämisse, dass direktdemokratische Verfahren nicht nur auf der kommunalen und Landesebene, sondern perspektivisch auch auf der Bundesebene eingeführt werden sollen. Was uns folglich die nächsten 2 Tage beschäftigen wird und das Leitmotiv aller Fach- und Plenarforien sein wird, ist also nicht das Ob, sondern das Wie der direkten Demokratie auf Bundesebene. Wie müssen derartige Verfahren aussehen und ausgestaltet werden, damit sie in das politische System und die politische Kultur der Bundesrepublik passen, eine sinnvolle Ergänzung sind und auch praktisch funktionieren. Die hierbei zu berücksichtigen und zu erwägenden Fragen sind beinahe Legion, was sich ja in einem unserem auch durchaus umfänglichen Tagungsprogramm der nächsten beiden Tage widerspiegelt. Heute und morgen möchten wir daher in unterschiedlicher Perspektive und Fragestellungen in zahlreichen Panels und Fachforen
der Frage nachgehen, wie direktdemokratische Verfahren auf der Bundesebene in Deutschland ausgestaltet sein müssen, damit eine adäquate Verbindung und geeignete Ergänzung repräsentativer und direktdemokratischer Elemente gewährleistet ist. Ich bin überzeugt, dass wir hierüber in den kommenden beiden Tagen spannende Debatten führen werden. Abschließend möchte ich den zahlreichen Referentinnen und Referenten sowie den Moderatoren der einzelnen Panels, das sind an der Zahl 30 Personen, die ihre Bereitschaft erklärt haben, an dieser Fachtagung mitzuwirken, sehr herzlich danken. Soweit der Vorrede. Ich wünsche uns allen zwei Tage intensiver und erkenntnisreicher Debatten und freue mich auf die vor uns liegenden Diskussionen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Mörschel. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich darf Sie ganz herzlich auch im Namen von Mehr Demokratie zu dieser Fachtagung begrüßen. Für diejenigen von Ihnen, die Mehr Demokratie nicht kennen, Mehr Demokratie ist ein überparteilicher Verein, der seit 1988 existiert und sich die Verbesserung der Demokratie auf die Fahnen geschrieben hat. Uns geht es um die Ergänzung der repräsentativen Demokratie, um Elemente direkter Demokratie. Und unser größter politischer Wunsch, unser größtes politisches Ziel ist die Einführung von Volksbegehren und Volksentscheiden auf Bundesebene. Von daher bin ich natürlich auch überaus froh, dass es gelungen ist, für diese Fachtagung ein so großes Interesse zu bekommen. Das ist keineswegs selbstverständlich. Wir haben über 300 Anmeldungen für die Tagung. Es sind noch nicht alle hier, aber ich hoffe, das wird sich noch im Laufe des Tages noch weiter füllen. Und von daher bin ich schon mal damit sehr, sehr zufrieden. Ich will die Danksagung, die Herr Mörschel am Mehr Demokratie gegeben hat, natürlich auch gleich zurückspielen. Ohne die Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung wäre das natürlich überhaupt nicht möglich gewesen. Also ganz herzlichen Dank für diese wirklich tolle Kooperation an die Stiftung, namentlich an Herrn Mörschel und an Frau Dehn und das ganze Team der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich denke, es war ein guter Auftakt und ich hoffe, weitere Kooperationen werden hier noch folgen. Es ist angesprochen worden, im Mittelpunkt steht das Wie der Direktdemokratie auf Bundesebene, also die Frage der Ausgestaltung. Und ich glaube, ganz unbescheiden sagen zu können, dass wir so viele kompetente Referentinnen und Referenten gefunden haben, wie es selten in den ganzen letzten Jahren und vielleicht auch Jahrzehnten bei ähnlichen Tagungen der Fall war. Das kann man wirklich, wenn man länger in dieser Szene unterwegs ist, glaube ich, sagen. Ich denke, dass wir im Programm heute und morgen eigentlich alle wesentlichen und vor allem die umstrittenen Ausgestaltungsfragen der direkten Demokratie diskutieren werden. Zum Beispiel den Dauerbrenner, der Frage der Quoren, der Frage der Themenausschüsse, also worüber darf man eigentlich abstimmen oder nicht abstimmen, die Frage der Information vor einem Volksentscheid, wo ja die Staatsrätin aus Baden-Württemberg, Frau Erler, auch zu uns sprechen wird, die ganz entscheidende und wichtige Frage der Beteiligung bei Haushaltsentscheidungen, wie weit darf man mit Volksbegehren in den Bundeshaushalt eingreifen, und die ganz spannende und wichtige Frage, darf man direkte Demokratie überhaupt einführen, weil es gibt immer noch Menschen, die behaupten, das darf man gar nicht, weil man damit gegen den Föderalismus verstoßen würde. Auch das werden wir uns ansehen. Und last but not least, morgen werden wir auch einen Blick auf die europäische Ebene werfen. Das ist keineswegs ein randständiges, nebensächliches Thema, ganz im Gegenteil. Das ist eine Frage von allerhöchster Aktualität und Relevanz, wenn man sich die Entwicklung der Europäischen Union ansieht und auch die aktuellen Verträge, die derzeit diskutiert werden. Mir ist auch wichtig zu betonen, und das war der Stiftung ja auch sehr wichtig, das wird hier diese nächsten beiden Tage keine Jubelveranstaltung. Das wird ein durchaus kritischer Diskurs über die Ausgestaltung der direkten Demokratie, denn es ist ganz klar, wie in der repräsentativen Demokratie gibt es auch bei der direkten Demokratie Probleme. Es gibt Fehlentwicklungen, es gibt Herausforderungen, denen müssen wir, sage ich gerade als Befürworter, uns stellen. Wir müssen uns ernsthaft mit den kritischen Entwicklungen auseinandersetzen. Denn nur dann wird es gelingen, die kleiner werdende Anzahl von Skeptikern und Gegnern der unmittelbaren Demokratie auch noch zu überzeugen. Denn darum geht es uns, Mehr Demokratie, natürlich ganz zentral. Wir wollen letztendlich dazu beitragen, dass wir eine vernünftige Regelung für direktdemokratische Verfahren haben, aber wir wollen es auch durchsetzen. Wir wollen eine Grundgesetzänderung wirklich durchsetzen. Dafür brauchen wir eben natürlich gute Argumente, kompetente Gesprächspartner, vernünftige Verfahrensvorschläge, aber wir brauchen auch eine starke Bewegung in der Gesellschaft. Ohne Bewegung in der Gesellschaft, ohne außerparlamentarischen Druck, ohne Druck aus der Zivilgesellschaft wird sich bei einer solchen Machtfrage nichts tun. Das ist ganz klar. Und wir versuchen natürlich von Mehr Demokratie diesen Druck auch aufzubauen. Und ich lade diejenigen von Ihnen, die noch nicht den Schritt getan haben, viele haben es ja schon getan,
mehr Demokratie auch mit einer Mitgliedschaft zu unterstützen. Natürlich ganz herzlich ein, auch dies zu tun, damit wir uns gemeinsam auch für dieses Ziel hoffentlich erfolgreich einsetzen können. Das Ganze wird Ihnen sehr erleichtert durch diesen Flyer, der in den Tagungsmappen ausliegt. Und da würden wir uns natürlich sehr darüber freuen. Unabhängig davon, ob Sie das tun oder nicht, wünsche ich uns allen aber für die nächsten anderthalb Tage wirklich spannende und anregende Diskussionen, auch kritische Debatten, die uns hoffentlich weiterbringen, sodass wir eines nicht allzu fernen Tages nicht mehr sagen müssen, dass Deutschland das einzige Land in Europa ist, in dem es noch nie auf nationaler Ebene einen Volksentscheid gegeben hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Das wollen wir ändern, das werden wir ändern. Und jetzt wünsche ich uns allen viel Spaß bei dieser Tagung. Vielen Dank.